Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zum Halle-Turnau-Abenteuer. Ja, das läuft soweit. was ist hier passiert? Sieht irgendwie komisch aus. Keine Ahnung. So, die haben die Nacht weiter mehr oder weniger gearbeitet. Ein Teil hatte ich abgeschalten, weil ja Feierabend ist. Aber einige haben sich für eine Nachtschicht bereit erklärt, da durchzuziehen. Zumindest der eine Grupper. Und ich glaube, wir müssen als erstes mal zu den Tieren. Denn da sieht es etwas katastrophal aus. Deswegen erstmal die Tiere heute am Morgen. Das ist unsere erste Mission. Und deswegen legt man da mal los. So. Schaufel runter. Jawohl. Und da sind wir schon wieder voll. Ich glaube, wir müssen auch mal wieder eine Runde Futter für die Tiere holen. Das steht dann wohl auch mit auf der Agenda demnächst. Ich meine, die Lager sind noch voll, beziehungsweise die Vorräte hat man ja voll gemacht, aber wir wollen ja, dass es auch so bleibt, dass sie sich wohlfühlen. Ich weiß nicht genau, ob das eine Auswirkung hat, wenn die Tiere, wenn der Futterdruck im grünen Bereich ist. Ich denke mal eher vielleicht nicht so unbedingt so gravierend. Aber es könnte durchaus sein, dass das mit in die allgemeine Zufriedenheitsbilanz des Tieres mit reinzählt. Und wenn dem so sein sollte, dann sollten wir dafür sorgen, dass es auch passt. So, das geht ja ziemlich schnell hier. Bei den Kühen müssen wir das ja nicht machen. Seltsamerweise gibt es da keinen Verschmutzungstrigger. Das hat man auf manchen Karten, hat man das. Das ist eben einfach so. Für den Realismus vielleicht etwas unrealistisch. Manchmal begrüße ich das sehr. Auf manchen Karten kann ich wirklich nur sagen, Gott sei Dank, dass es da die Futterbereiche immer sauber sind. Aber in der Regel sollte man ja das dann doch schon sauber halten und natürlich selber machen. Ja. Es sind ja keine automatisierten Ställe, von daher. Aber egal, jetzt fahren wir erstmal zu die Schafe. Dort werden wir, wie gesagt, den Futterbereich machen. Wir müssen auf alle Fälle die Wolle dort beseitigen. Also was heißt beseitigen? Den Wolltrigger gliedern, also na, ihr wisst schon, aufräumen. Da sind zu viele volle Ballen vorrätig. Da kann nichts mehr spawnen momentan. Das ist ein bisschen schlecht. Ja. Der ist hier auch fertig mit Grubbern. Das ist aber schön. Ja. Ich habe dann gestern Abend einfach mal beschlossen, das war's. Und wir machen heute früh weiter. Ein Teil der Belegschaft, wie gesagt, hat noch ein bisschen weitergearbeitet. Ein anderer Teil hat den zeitigen Feierabend genutzt, um ihn mit der Familie zu verbringen. Das muss auch sein, ganz klar. Und wir haben momentan bei den Kartoffeln keinen Druck, dass die irgendwie raus müssen. Die werden zwar nicht besser, aber es, solange es nicht regnet und er ist nicht gemeldet, auch wenn es hier ein bisschen anders aussieht, schwimmt uns das auch nicht davon. Wird uns in irgendeiner Form schlecht oder sonstiges. Ja. Oder kriegen wir mal eine Fäule rein, von daher alles gut. So, wir machen das mal ganz unkompliziert. Na? Läuft. Wie gesagt, Leben in der Lage, ne? Passt schon. Okay, damit hätten wir das erledigt. Dann würde ich sagen, wir machen entweder mit Kalk oder mit Mist weiter auf den Feldern. Fällt mir noch was anderes ein. Wir könnten die Grubber noch umsetzen. Das wäre noch eine Alternative. Das müssten wir, glaube ich, als erstes machen auf ein anderes Feld, dass das weiterläuft. Ja. Das wäre die Maßnahme. Also ich freue mich eigentlich schon riesig auf den 22er. Ich freue mich auch auf diese Karte, wenn die kommt. Ich freue mich auch auf die hoffentlich sehr bald erscheinenden DDR-Mods. Oder Ostalgie-Mods oder Ost-Mods, wie auch immer. Dass es doch irgendwo dieses leicht rückständige, ich nenne es trotzdem mal so, auch wenn es das eigentlich für die Zeit war, es das nicht.
Schaut euch da, wie gesagt, westliche Technik an im Vergleich. Die ist nicht unbedingt gravierend besser. Ja. Ja, so, das war es erstmal dafür gewesen. Wie gesagt, jetzt stellen wir hier den ersten um. Wir müssen trotzdem nochmal eine Kontrollfahrt machen. Nicht, dass wir hier... ich sehe schon was. Das liegt wahrscheinlich hier ein klein wenig an der Wölbung hier. Ist aber nicht so schlimm. Das holen wir einfach nach. Wenn es jetzt nicht gewesen wäre, wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Ne? Definitiv. Da ist der Baum im Weg. Okay. Machen wir, wie gesagt, trotzdem am Rand, dass das alles ordnungsgemäß gelaufen ist. Es sollte eigentlich keine Probleme gemacht haben. Mich wundert eigentlich, dass der gar nicht da drüben hängen geblieben ist. Ich muss das mal so böse sagen. Aber vielleicht hat es wirklich genau gepasst, ne? Dass kein Überhang war. Das wäre ja wirklich mal ideal. Ja. Dass Courseplay das wirklich mal richtig gut eingestellt hat. Das ist natürlich dann begeisternd. Was noch cool wäre, wer sich die Karte mal runtergeladen hat und angeschaut hat, es gibt nämlich hier Innenhöfe, die sind wirklich nett gemacht eigentlich und eigentlich viel zu schade, dass sie nicht so genutzt werden. Weil wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, man könnte daraus ja auch einen kleinen, naja, wie den Bauer Freeze, diese Handelsgesellschaft hier, man könnte es ja irgendwie nutzen für irgendwas, zum Beispiel eine Schreinerei oder Intecta-Möbel, kleine Außenposten hier, der hier, keine Ahnung, Küchenteile irgendwas herstellt oder Tische, Stühle, dass man dort Holz anliefern kann. Ich finde es schade, wenn diese schönen Innenhöfe so verkommen. Da sind mir jetzt schon einige aufgefallen, auch wo ich mal per Fuß über die Karte gelaufen bin, dachte ich mir, Mensch, das ist ein riesen Innenhof, gar nicht zugänglich, eigentlich ein bisschen schade. Aber, wie gesagt, vielleicht ist es ja eine Idee. Oh, hier sehe ich noch was, aber das können wir so machen. Vielleicht ist ja eine Idee für den Nachfolger. Ja. Ich bin der Meinung, im dezenten Maß ist das vollkommen in Ordnung. Okay, hier können wir nicht. Dann können wir jetzt so hoch machen und zum nächsten Feld fahren. Und ich würde sagen, wir machen gleich hier drüben die 14. So, wir machen mal die Bimmel an. Das sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Können wir da hier vielleicht mal... Das ist wieder zu weit weg. Vielleicht so. Oder so. Oder so. Ist auch schick. Sehr gut. Okay. Ja. Da können wir von der 13 den Kurs rausnehmen, denn wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir die dann auch wieder rausnehmen, sonst könnte es vielleicht etwas kritisch werden. So, dann machen wir erstmal die Bimmel hier aus. Wir machen halt, ich muss mal hier das einschalten. Feldarbeit, Kursgenerierung, das ist die 14 ist das, jawohl. Hammer. Rundherum. Machen wir 3 Vorgewände. 4 wären eigentlich besser. Wir machen 4. Warum machen wir 4? Damit er sich beim Wenden hier nicht so anstrengen muss. Im Uhrzeigersinn, jawohl. Wir fangen mit die Feld rein. Wir machen hart, wir machen das und wir machen 5 Meter. Und dann soll er mal generieren. Läuft. So, speichern wir. Ne, brauchen wir eigentlich nicht speichern. Das kriegt man hin, oder? Ne, ich tue es trotzdem speichern. So, halt. So wollte ich Feld 14. Gruppen. 5 Meter. Jawohl. So, wo ist hier der Anfang? Guck, guck. Da ist der Anfang. Sehr schön. Dann klappt man den mal aus. Nee, ausklappen. Komm. Bleib dabei. Und es geht los, mein Freund. Sehr schön. Wunderbar. Der ist schon wieder voll. Das ist ja tragisch. Spring hier rüber. Und ja, ich weiß nicht, warum der am Silo-Bereich dann dort davor stehen bleibt.
Ich meine, ich habe es ein kleines wenig knapp eingefahren, aber wenn der sich an dieses Einfahren hält, sollte das doch funktionieren. Das sind so manchmal Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Denn es hat ja auch geklappt, wo ich dort lang gefahren bin. Und der wird ja nicht so viele Kollisionssensoren haben, dass er sagt, das ist mir zu eng. Kann ich mir beim besten Willen so nicht vorstellen. So, das läuft. Wie sieht es bei dem aus hier? Da müssen wir bestimmt auch, ne? Und der hat hier eine Reihe übersprungen. Sehr gut. Läuft. Na egal, dann lassen wir den jetzt machen. Dann werden wir das später noch weiten. So. Mache ich jetzt nicht, ich mache jetzt das. Obwohl, das macht keinen Unterschied. Weil wir müssen sowieso warten, wir müssen nämlich wegziehen. So. Ja, neuer Morgen, neues Glück. Kontostand. Es gab von der BGA rund 106.000 Euro für die restliche Silage, die wir reingeschüttet haben. Und ich habe 100.000 Personalkosten für diesen Tag, Monat, wie ihr es immer rechnen wollt, abgezogen. Denn das, was hier rumkommt, wie gesagt, reicht nicht aus der, was Giants uns hier automatisch abzieht für die Helfer. Das reicht nicht für die Kosten. Ja, wir haben ja ungefähr 160 Angestellte. Und jeweils ein Tausender macht dann eben 160.000. 13 Monate, ist der Bescheid. Ja, so, damit das irgendwo reell bleibt. So, da haben wir das. Was haben wir noch Schönes? Grubber. Der grubbert hier vor sich hin. Sehr schön. Der macht sogar schön die Kurven. Ja, ich sage, er ist ein super Gerät. Kann man nicht anders sagen. Und hier unten, da haben wir das. Wir hatten hier das. Den Grubber haben wir hier rüber getan, aber wir wissen uns ja, der andere ist hier. Den haben wir, glaube ich, noch nie angesetzt, ne? Oder? Nö, der ist fertig. Sehr gut. Nochmal hier den restlichen. So. Und dann machen wir den Kontrollfahrt trotzdem. Ja, bleibt mir aus. Auch wenn das jetzt vielleicht Grübelkackerei ist, sage ich mal. Aber hier hätte ich auch gedacht, dass er sich hier vielleicht. Aber hat super funktioniert. Dann hat Curseplay wirklich mal für den hier das echt gut berechnet. Halt, hier müssen wir mal runtergehen. Und da haben wir es, glaube ich, nicht getroffen, ne? Jetzt haben wir es auf jeden Fall getroffen. So. Hier haben wir auch noch die Stelle. Sehr schön. Können wir es hochnehmen. Und dann können wir davor zischen. Ja, dann können wir wieder, wie gesagt, schön düngen. Aber das machen wir diesmal nicht mit Mist oder Gülle. Vielleicht machen wir das dann nochmal den zweiten Gang bei einem großen Feld, dass wir das wieder loswerden. Weil ich weiß sonst ehrlich gesagt auch nicht, wohin damit. Ich habe zwar noch eine Idee, dass wir es in die BGA hauen. Das nimmt die ja auch. Dann wird man dafür auch schönes Geld kriegen. Aber wenn wir den Dünger kaufen müssen, ist ja auch dann sinnfrei irgendwo. Von daher werden wir es haben. Außerdem wird es ja nicht der Realität entsprechen. Nicht jede LBG Kolchose, nennen wir es mal, hatte eine BGA. Wie gesagt, das war eine absolute Seltenheit. Das ist eine Technologie, die ist erst in den 80er Jahren spruchreif geworden. In den 90er Jahren gab es dann einen klitzekleinen Boom und dann, wo das Umweltbewusstsein stärker wurde, gab es dann einen richtigen Boom. Aber bis dahin war das eine teure Technologie eigentlich für den Bauern. Ist er heute immer noch eigentlich. Aber eher eine Seltenheit, wie gesagt. Heute ist das schon erheblich mehr geworden. Ja. So, ich glaube, wir setzen mal hier an. Mal gucken, ob das passt. Und dann, halt, das wollte ich nicht. Geh zurück. Ja. Da rein. Das ist Feld 12. So, rundherum. Vorgewende machen wir 3. Uhrzeigersinn, wir machen Feld rein, wir machen scharf, wir machen 1 und wir machen 5 Meter. Das gefällt. So, dann machen wir Feld 12. Gruppern. Speichern. Jawohl. Und 5 Meter. So. Und dann machen wir das und das. Dann gehen wir hier drauf. Und gucken wir mal, da hinten ist bestimmt der Anfang, jawohl, wie immer. Ja.
Nee, so gefällt mir das eigentlich schon, aber es ist manchmal schwierig, euch da ein bisschen zu unterhalten und dann erzähle ich einfach mal was, was ich noch so weiß. Kleine Anekdoten, genau wie das letztens mit Fortschritt, mit den Planübererfüllungen. Und dann baut man eben das, was draußen auf dem Parkplatz fertig steht, wieder auseinander. Dieser Wahnsinn. Naja, egal. Okay, der Grubber läuft, der wird bald fertig sein. Und der hier hinten läuft auch. Das hier hinten läuft auch. Der steht bestimmt im Weg. Kannst du mal? Ja, der steht im Weg. Oder ist er schon wieder voll? Nein, nicht wirklich. Aber hin wie her können wir den eigentlich mal abfahren lassen. Dann nehmen wir mal das. Vielleicht geht es mit dem besser. Wir nehmen die 17 Silo. Und wir machen das mal so. Ich gehe trotzdem mal hier rein und ich schaue mal Feld 1. Das lassen wir. Feld 10. Feld 10. Wo war denn Feld 10? Jetzt muss ich mal gucken, wo Feld 10 war. Das kleine. Das können wir rausnehmen auf jeden Fall. Bei dem können wir es nicht rausnehmen. Dann suchen wir uns mal einen anderen. Dann machen wir das bei dem hier. Feld 10 kann raus. So, Feld 12. Da tun wir gerade grubbern. Und Feld 13 ist fertig. Feld 14. Feld 14. 14, da sind wir gerade in Arbeit. Die 16 Flügen. 4x 16 Flügen. Wo war die? Da hinten, das können wir uns auch schenken. So, Silo 17 lassen wir drin. Silo 18 können wir rausnehmen. Flügen 18 können wir rausnehmen. Gruppern 23 und Gruppern 25. Gruppern 23 ist noch in Arbeit. 25 ist fertig. Na, das ist für die Tiere, Händler. Dann lädt er nämlich einfach besser. Ja. Gut. Und ich glaube, für diese Folge soll es das schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute. Na, bleibt gesund. Und wir sehen uns sicherlich hier wieder. Und dann sage ich auf bald. Ciao, ciao.